Wir schauen deshalb jetzt zu unseren Reportern in Niederösterreichs Landeshauptstadt nach St. Pölten, zu Katharina Sung und nach Sierning in Oberösterreich zu Christoph Kienast. Katharina Sung in St. Pölten, wer wird denn heute wo in Niederösterreich geimpft? Ich sehe oder vermute, dass Katharina Sung mich nicht hört. Probieren wir es deswegen gleich in Oberösterreich bei Christoph Kienast. Auch dort wird heute geimpft. Wie läuft das in Oberösterreich heute ab? Also hier in Sierning wird zum Mittag mit den Impfungen begonnen. 40 Impfdosen werden ins Bezirksalten- und Pflegeheim in Sierning hier hinter mir gebracht. Und diese Impfdosen sollen, wie mir gerade gesagt wurde, in den nächsten Minuten eintreffen. 10 Personen sollen noch heute geimpft werden, die anderen 30 voraussichtlich am Dienstag. Und die erste Person, die hier in Oberösterreich geimpft wird, wird eine 89-jährige Frau sein. Und auch die Pflegedienstleiterin hier in Sierning wird heute geimpft werden, sozusagen als Symbol, dass auf das Pflegepersonal nicht vergessen wurde. Gerade in Oberösterreich hat es in vielen Pflegeheimen Corona-Cluster gegeben. Hat sich die Lage in Oberösterreich da mittlerweile entspannt? Ja, dass in einem Bezirksalten- und Pflegeheim in Oberösterreich begonnen wird zu impfen, ist mit Sicherheit kein Zufall. Die Heime waren in Oberösterreich ja eine Art Achillesferse. Wir haben Fälle gehabt, wo sich das Virus fast explosionsartig ausgebreitet hat, wo Angehörige in vielen Fällen beim Besuch unwissentlich das Virus mitgebracht haben und es zu regelrechten Clustern gekommen ist. Ich habe die aktuellen Zahlen hier, denn auch jetzt aus aktueller Sicht ist die Lage in den Heimen noch nicht unter Kontrolle. Aktuell sind aus 74 Heimen in Oberösterreich Corona-Fälle gemeldet worden und knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 300 Bewohner sind aktuell erkrankt. Vielen Dank für diese Informationen aus Oberösterreich, Christoph Kienast. Die Kollegin Katharina Sung in Niederösterreich konnte mich leider nicht hören. Wir müssen daher an dieser Stelle auf die Schaltung nach Niederösterreich verzichten.